Ja, moin. Guten Morgen. Hi. Und los. Und los. There would be no kids. Ohne Lou gäbe es weder NSYNC noch die Backstreet Boys. Punkt. This was the guy. Wir wussten, dass er die Garantie für Erfolg war. Wir warten auf den Bus. Aus unerklärlichen Gründen fließt das Geld immer weiter. Willkommen auf den Bahamas. Er hat 17.000 Dollar in seinem Jackett. Hier stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Lou war offiziell das sechste Bandmitglied der Backstreet Boys und von NSYNC. Das war ein Schock für uns. Klar, er bekam seine Provision als Manager. Aber dazu noch mal das Gleiche wie wir, nur ohne dafür den gleichen Job zu machen? Lou stellte uns unentwegt irgendwelchen Leuten vor. Er sagte, singt mal was. Mehr wussten wir nicht. Ich wusste nicht, dass das alles Investoren waren. Alle wollten ein Stück vom Kuchen abhaben. Menschen tun alles für Ruhm. Er hat viele Leute Leben ruiniert. Es gab sogar Todesfälle. Wir wurden alle betrogen. Er war ein verdammtes Monster. Aber schließt man einen Pakt mit dem Teufel, gibt er sich nicht als solcher zu erkennen. Oder man würde den Pakt nicht eingehen.